Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue und Lifestyle. Heute machen wir Brot, und zwar im Dutch Oven. Sieht das nicht wie gemalt aus? Eine gute Kruste. Ich freue mich drauf. Und wie ich das gerade gemacht habe, super einfach übrigens. Dutch Oven Reinigung gleich null, einmal auswaschen und er ist wieder sauber. Ich bin entzückt. Das zeige ich euch jetzt. Die 200 Gramm Weizenmehl und 400 Gramm Dinkelmehl habe ich schon drin. Jetzt kommt die Hefe dazu, die bröseln wir schön rein. Dann gleich den Zucker, ein Teelöffel dazu, über die Hefe und 400 ml lauwarmes Wasser. Und dann lassen wir das Ganze mal 5 Minuten kneten. 5 Minuten später sieht das schon ziemlich gut aus. Sehr elastischer Teig. Ups. Rein hier. Dann kommen noch die 16 Gramm Salz dazu. Und das Olivenöl, ein Esslöffel. Und nochmal 5 Minuten kneten. Weitere 5 Minuten später sieht das gute Teig so aus, schön geschmeidig, das passt. Ist noch leicht klebrig, jetzt noch ein bisschen Mehl in die Schüssel rein, schön verteilen. Und dann lassen wir den guten Teig mal, ich würde sagen, 30 Minuten gehen. Ich stelle den dafür in den Grill rein, bei Maximum 50 Grad Einbrenner auf Minimum und zwischendurch vielleicht auch abschalten, dass es nicht so warm wird. Eine gute Stunde später ist er richtig schön aufgegangen. Jetzt wird er nochmal auf der gemehlten Platte hier ein bisschen geknetet. In der Zwischenzeit gebe ich mal den Topf schon in den Grill rein, um das Ganze abzuschirmen. Und seht ihr, hier habe ich einen Pizzastein drin. Dann unsere Rippchenhalter vom Schweden des Vertrauens. Oben drauf kommt jetzt unser Topf und der wird jetzt aufgeheizt auf 220 Grad. Ich mach mal den linken und den rechten Brenner an und dann schauen wir, ob wir das erreichen. Dann unser Teig nochmal gut durchkneten. Dann wird geschliffen, immer unten reindrücken und drehen. So bekommen wir eine schöne Form, eine schöne Kugel. Die Oberflächenspannung zieht sich wieder zusammen oder bildet eine schöne Oberfläche und gibt uns nachher ein geiles Brötchen mit Kruste. Lasse ich jetzt mal hier stehen, warten, bis wir auf 220 Grad sind und dann geht's rüber in den Dutch Oven. In der Zwischenzeit haben wir die 220 Grad erreicht. Nehmen wir uns den heißen Topf mal runter, Deckel weg. Er hat richtig Dampf, Handschuhe nicht vergessen. Dann gebe ich schon mal ein bisschen Mehl auf den Boden. Dann kommt unser schönes Brötchen hinein. Kreuz wird noch reingeschnitten.
Ein bisschen Mehl oben drauf verteilen. Wieder positionieren. Deckel drauf. Und jetzt 30 Minuten bei 220 Grad mal backen. Nach 30 Minuten bei 220 Grad wagen wir mal einen kurzen Blick rein. Das sieht schon sehr schön aus. Jetzt fahren wir runter auf 200 Grad und nochmal 25 Minuten, dann sollte das schöne Brötchen perfekt sein. Nach den weiteren 25 Minuten habe ich mal reingeschaut, es war noch relativ hell. Ich habe es jetzt circa 10 Minuten auf 315 Grad fast hochgeheizt. Jetzt schauen wir mal rein. Heckbrenner an, alles was geht. Und ich würde sagen, das sieht fantastisch aus. Nehmen wir raus und lassen es mal abkühlen. Wie gemalt, ne? Sensationell! Ich bin gespannt. Also, wir haben Kruste auf jeden Fall. Ob es zu viel oder zu wenig ist. Also optisch sieht es fantastisch aus. Jetzt hören wir mal hin. Es ist noch heiß, ich konnte nicht widerstehen. Ich musste gleich mal ausschneiden. Also Kruste ist da. Riecht fantastisch. Eine schöne Kruste. Ein sensationelles Brötchen. Also die einfachste Art Brot zu machen auf dem Grill ist wirklich ein Dutch Oven. Ich bin überrascht und es wird noch mehr geben, auf jeden Fall. Heute mal ein einfaches Dutch Oven Brot sozusagen und nächstes Mal mit Inhalt. Ja, und wenn ihr Spaß hattet an solchen Videos, einfach mal schnell ein Brot machen, auch mit Inhalt, gibt es übrigens in der Playlist. Schaut mal rein, Speckbrot mit Bacon drin, Käse, wow, müsst ihr unbedingt mal testen, ist wirklich sensationell. Zwar nicht im Dutch Oven, aber in Zukunft wird es mehr geben. Und wenn es euch richtig gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Däumchen werden Träumchen. Ansonsten ballert die Kommentare. Würde mich interessieren, ob euch sowas gefällt und ob ihr noch mehr wollt. Im Winter ist das immer eine coole Sache. Schnell einen Dutch Oven in den Grill reinstellen und ein Brötchen backen. Oder ihr habt Restwärme im Kamado Joe zum Beispiel. Eine Stunde lang auf Minimum fahren, runter langsam und dann habt ihr auch ein Brötchen gemacht mit der Restkohle, die noch drin ist und sowieso schon den ganzen Kamado erhitzt hat. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen. Job reinschauen, zwei weitere Folgen und bis zum nächsten Mal bei Grünchill, Barbecue und Lifestyle. See ya!